Willkommen zurück zu Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Beim letzten Mal haben wir, sind wir mal wieder ein paar Mal gestorben, haben uns jetzt einen Duftzweig geholt und mit diesem Duftzweig wollen wir dann jetzt eine gewisse Statue dann da mal von ihrem Platz wegbewegen. Wenn ich den da mal wieder hinfinde, ist schon wieder ein, zwei Tage her, da ich das gemacht habe. Ich weiß nur noch, ich habe so einen Duftzweig. Und will damit irgendwas machen. Ja, ich laufe immer voll in den Fall. Ja, und in den nächsten, da bleibe ich immer drin stehen. Ja, es ist, ne? Als wäre ich nie weg gewesen. So, aber egal. Oh, ein Lebensstein. Wow, was ist da kaputt? Ich freue mich ja jedes Mal, wenn die irgend so einen beschissenen Lebensstein hier droppen. Ne, aber nun gut. Hier mal schönen guten Tag sagen und wieder reingehen. Weil mit dem Verfolger halte ich jetzt nicht vor, hier Spirenzchen zu machen. Na, komm, ach doch, doch, da ist er halt gerade. Geh weg. Geh einfach bloß, wo du wohnst hier. Ist er weg? Bin mir nicht sicher. Ja, doch, sieht gut aus. So, dann haben wir hier aufmachen den Mist. Ja, aufmachen, kaputt machen, besser gesagt. Ja, ist gut. Ja, ist gut, es fängt schon wieder gut an hier. So, und kommt nochmal zustechen hier. Ja, genau. So, dann einmal kurz was trinken. Eigentlich viel zu früh, aber was soll's. Passiert. So, wo ist jetzt hier noch so ein scheiß Kleffer? Da ist noch so ein scheiß Kleffer. Und dann da oben nochmal eine Typ. So. Das ist das. Jetzt habe ich auch nicht vergessen, wo ich lang muss. Ich muss nämlich hier hin. Und, ja, dann kann ich auf einen der Zuschauerkommentare mal eingehen. Und zwar gab es einen Kommentar, hol dir doch einfach ein zweites Rapier. Weil du hast ja schon eins und zweimal mit demselben Angriffsmuster zu attackieren, ist dann doch irgendwie besser und gedöns. Finde ich in dem Fall mal gar nicht. Ich meine, das kann jeder sehen, wie er möchte, ne? Aber ich finde das gut so, wie es ist, weil oftmals habe ich hier so einen Typen. Ach shit. Hat er sich wieder hingeschmissen. Ein so ein Typen, weißt du, da stichst du halt einmal zu und dann stichst du so 300.000 Mal daneben, weil er irgendwo ganz woanders weiter rechts steht oder sowas. Und mit dem anderen kann ich dann so ein bisschen breitflächiger halt zuschlagen und hab so eine Chance halt in so einem Fall öfter mal so einen Typen zu treffen. Ne, natürlich, das Rapier ist natürlich eine ganze Ecke schneller im Angriffsmuster, habe ich so das Gefühl. Ist an sich auch nicht so verkehrt. Aber ich finde halt, dass ich mit zwei verschiedenen Schwertern doch schon ein bisschen besser agieren kann. So, kommen wir runter da vom Dach, genau. So. Schnauze voll hier. Ich weiß gar nicht, warum mache ich die Kisten kaputt? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach, weil ich es kann. So, immer wieder einen Weg finden. Wegfindung ist ja so eine Sache. Guck, guck. Gut, jetzt hängt der da unten rum. So ein rechts. Aua. Shit. Ja, voll gestunt. Muss ich tatsächlich mal wieder was trinken hier? Ah, ja, ich habe die schwarzen Fässer nicht betrachtet. Oder beachtet. Oder wie auch immer. Na egal. So. Wo ist jetzt der andere? Der ist doch hier jetzt bestimmt für die Leiter hoch. Ja, da ist er. Okay. So. So viel dazu. Jetzt kann ich hier nochmal mal wieder rumgehen. Weil das ja so toll ist. Und dann können wir da irgendwo lang gehen, wo es dann vielleicht weitergeht. Ich weiß es nicht. Ich meine, da geht es dann irgendwo dahin, wo ich jetzt eigentlich hin will. Aber ich bin mir da auch nie so sicher. Ne? Gerade wenn ich so ein, zwei Tage nicht gespielt habe, bin ich mir immer sehr unsicher, wo es denn eigentlich lang gehen soll. Ich weiß, hier kommt jetzt irgendwo so ein Typ. Da ist er. Läuft er immer so ein paar Mal im Kreis. Kommt, schlag zu. Oh, macht nicht genug Schaden hier. So, jetzt ist aber Ende Gelände. Gut, da muss ich lang. Hoffe ich. Meine ich. Hier ist immer noch so ein tiefes schwarzes Loch. Nee, gar nicht wahr. Hier kann ich ja mit dem Fahrstuhl hochgehen. Bei irgendeinem Fahrstuhl sollte ich auch achten, ob ich da nicht irgendwie
voraussteigen kann oder sowas. So wie zum Beispiel hier. Nur halt, ich sollte dabei nicht so viel sterben. Aber hier, glaube ich, ist gar nicht mal so viel. Ich glaube, der andere Fahrstuhl ist damit gemeint. Hier ist jemand angekettet. Das ist okay. Das ist vollkommen normales Menschenverhalten. Menschen müssen angekettet werden. Ach ja, jetzt habe ich doch hier wieder diese Hinschmeißer-Freunde. Nutze ich mal die Macht des Lebensteins. Die sind ja jetzt hier wieder eingesperrt, ne? Ich habe ihn gleich einmal befreit. Weil es so schön ist. Ja, ist gut, ist gut. Ah! Ihr scheiß Deppen. Nein! 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 War doch schon fast da. Aber nur fast. Fast macht immer noch einen großen Unterschied. Ich war doch schon fast da, wo ich hin will. Menno. Na egal. Da halt nochmal den Mist. Kann ich mich hier nochmal ein bisschen einspielen. Gibt zwar keinen Einspieler dafür, aber mache ich trotzdem. Ja, nochmal in den Fall reingelaufen. Leck mich doch. Kann hier aber auch nirgendwo irgendwie auf diese Holztürme draufspringen, ne? Dass ich die dann irgendwie mal vorher erledigen kann. Natürlich nicht. So, locken wir mal hier so ein Hündchen an. Machen hier mal... Wupptidu. So, das war Hund Nummer 1. Hund Nummer 2 kommt. Oh, Hund Nummer 4 und 5 und 6 und 7 und 12 sich auch. So. Schnauze voll hier. Eine Seele. Dafür bin ich auch immer relativ dankbar. Weil, die gibt es ja auch nicht in Massen. So, das war der. Und hier nochmal. Da kommt nochmal so ein Hund. Ich höre ihn. Da ist er. So, das war's, ne? Mal kurz hier einsammeln. Ich dachte schon, warum kann ich mich hier nicht bewegen? Aber ist alles okay. Alles ist okay. Wir kommen raus aus deiner Ecke da. Wupptidu. Pieks und weg. So macht ihr mal. Hallo. So. Der auch weg. Na und schon... Habe ich wieder so ein bisschen so den Dreh raus, wo hier was ist. Schon sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Sag ich jetzt und gleich versage ich wieder kläglich. Den einmal vom Dach runterholen hier. Guck, guck. Bist auch schön runtergefallen. Solltest einen Orden dafür kriegen. Oh, nee, der hat nichts getroppt. Das ist nur die Blutlache gewesen, die ich da hätte anklicken können. Aber nö, sehe ich gar nicht ein. Habe ich gar keinen Bock zu. Nö. Das war der. Dann du hier nochmal. Diesmal ein bisschen besser. Ja, von hinten ist unfair. Habe ich jetzt einfach mal so beschlossen. Hier gehen wir einfach mal hoch. Sagen, jupp, die du, wir sind oben. Gehen hier vorsichtig runter. Kriegen auch keinen Fallschaden. Wow. Bin ja voll von den Socken hier. Ja, da oben klebt er an der Wand. Krieg ich den irgendwie anvisiert oder runtergeschossen? Ich habe, glaube ich, habe gar keinen Boden angelegt. Und wenn, dann hätte ich wahrscheinlich sowieso keine Pfeile. Pfeile sind ja bei mir immer Mangelware. Und da sind zwei. Sollte mir echt mal wieder ein paar Pfeile kaufen. Dann klappt das auch mit den Nachbarn. So, wenn wir dann jetzt einmal oben sind, werden wir uns einmal kurz heilen. Weil, jetzt kommen nämlich wieder die Möchtegern-Taliban. Schmeißen sich hin und fliegen in die Luft.
Das sind wir sowieso immer die Schlimmsten. Können hier einmal... So. Gar nicht erst befreien hier den Deppen. Beziehungsweise schon, aber halt erstmal die selber rumlaufenden Deppen hier erledigen. So. Hier nochmal. Und da ist keiner drin. Okay. War ich hier unten eigentlich? Da ist das mit dem Fahrstuhl, wo ich runterspringen soll. Ich glaube, dafür ist es dann praktisch, wenn ich mir dafür erstmal den Katzenring da hole. Mit dem man halt Fallschaden reduzieren kann. Dann müsste ich den halt erstmal holen, ne? So, wo war denn das jetzt hier mit dem... mit der Steinstatue und so. Ich weiß es gar nicht mehr. So, der eine hier hat sich jetzt selbst in die Luft gejagt, ja? Soll mir recht sein? Hier irgendwas? Hand? Ja! Einfach andrücken. Da, 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 da. Was haben wir denn hier? Grüne Blüte. Haben wir noch was? Nicht, dass es hier sowas ist wie die Lehre aus Teil 1. Einfach mal irgendwas andrücken. Und dieser Gang hier, weißt du, es war halt schon fast offensichtlich. Ich habe ja nicht hier gelesen, hier scheinbar eine Wand. Ne, habe ich ja nicht gelesen. Ist ja viel mehr, hier ist so ein Gang und hier ist sonst nichts. Also es ist relativ untypisch, dass es wirklich so ist. Ach, guck mal. Hat sich ausgesessen hier. Hier auch. Ah! Nein, 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 Batman! Puh! Okay. Okay, irgendwo eine Rüstung klettern. Ach, da. Ja, wie auch immer man da hinkommt, ich habe keine Ahnung. Aber sonst ist hier nichts, ja? Hier vielleicht nochmal? Sieht schlecht aus. Da kann ich hoch. Ach so, da hätte ich hier... das hier rumschmeißen können und so wird wahrscheinlich irgendwie mit Talent, was ich nicht habe. Hier auch nochmal. Ah, okay. So, jetzt aber zum Eigentlichen. Wir wollen... Das Ding hatten wir gemacht, ne? Das ist hier wahrscheinlich, um das Tor zu öffnen. War das tatsächlich da hinten? Ich weiß es leider so überhaupt und gar nicht mehr. Au. So. Ende Gelände für den Kollegen. Sünderhügel. Jetzt ist natürlich die Frage, war das hier oder... Wow, war das hier nicht... Nur so im Augenblick hier gesehen, hey, da fällt irgendwer runter. Und dann müsste ich mal hier was trinken. Ich glaube, ich sollte hier mal kurz die Lebenssteine auswählen, weil ich habe nur noch eine Estus. Gut. Gehen wir mal weiter. Dann haben wir eine Leiter. Aber die Leiter bin ich gar nicht hochgegangen, ne? Ich bin, glaube ich, nur hier runtergegangen, kann das sein? Nein, 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 nein. Au. 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 Ja, ist jetzt gut. Meine Güte. Ist doch nicht wahr hier. Muss ich die kostbaren Lebenssteine opfern? Und die letzte Estus. Nur um dann jetzt irgendwie das Leuchtfeuer zu finden, wo ich eigentlich hin will.
Das ist ja nur der Fahrstuhl. Der Fahrstuhl bringt mich ja nur nach unten. Nach unten will ich ja jetzt gar nicht. Wirklich nicht. Habe ich jetzt eigentlich gar nicht vor, nach unten zu gehen. Haben also überhaupt gar nicht. Da haben wir auch ein Leuchtfeuer. Wow. Was seid ihr für Freaks? Möchte gern Harpien-Gedöns-Dinger. Da haben wir auch ein Leuchtfeuer. Die Frage ist, wo ist das andere Leuchtfeuer, das ich eigentlich suche? Man ist natürlich alles schön und nett, dass wir hier ein Leuchtfeuer haben, aber... Komm, setzen wir uns kurz dran. Haben wir den Estus wieder aufgefüllt hier? Ach, da liegt auch was. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe mich da einfach nur so umgeguckt. So nach dem Motto, lalala. Ist ja alles cool hier. So. Sind wir wieder hier, hurra. Da muss das doch irgendwo da hinten in dem Bereich sein. Die Frage ist nur, wo? Finde ich ja nett, dass du jetzt von selber angelaufen kommst. So, auch jetzt sind die gar nicht mehr eingesperrt. Ja, so ein Scheiß aber auch. Na, Penner. Elendiger. War ist die Treppe hoch? Die Treppe bin ich gar nicht hochgegangen, ne? Schauen wir mal. Ach Mensch. Jede Menge Spaß und Freude. Da haben wir das, was ich suche. Einmal diese mächtigen Creeper jetzt beseitigen. So. So, und dann du hier. Duftzweig benutzen. So, nicht, dass der mich hier auch wieder attackiert. Bin mal weg. Kann es auch nicht anvisieren. Freund oder Feind? Ich kann mit ihm sprechen. Warum nicht? Very good. Very good indeed. Cursed one, weak you may be, but I, strength, will teach you my spells. Hey, wenn ich Zauber benutzen würde. Was hast du denn für Tolles? Du hast auch Ringe. Erhöht Intelligenz, verlängerte Zaubereffekte, absorbiert Seelen anstelle des Trägers. Ein Ring, an dem ein offenes Gefäß angebracht ist, das Gefäß absorbiert und das Gefäß absorbiert unersättlich Seelen anstelle des Trägers, der davon nicht einmal ahnt. Alles hat seinen Ursprung in Seelen, doch woher kommt unser Hunger nach ihnen? Die Abstinenz von diesem Elixier könnte die wahrste Huldigung an ein beständiges Selbst sein. Was genau soll es jetzt sein? Ich meine, es absorbiert Seelen, verstehe ich. Aber was ist dann der Träger? Heißt das, wenn ich sterbe, dann werde ich dann weniger zur Hülle und er frisst dann mehr Seelen oder wie oder was? Was haben wir denn hier? Rötliches Wasser. Stellt TP und Zaubereinsätze wieder her. Hat aber auch nur 3 Stück. Jede Menge Zauber, wenn ich den Zauber benutzen würde. Könnte lauernde Flamme und sowas hier kaufen. Und tatsächlich auch benutzen. Ich glaube, das braucht keine wichtigen Stats, kann das sein? Hm.
Pyromantie. Warte mal. Ja, komm. Ist gut. Ja, ist gut. Ist gut. Bisschen feiner. Hier, Spielerstatus. Also Int und Wille war da jetzt gar nicht mit drauf. Ist halt nur, wie viel Zauber-3-Slots man braucht für diese Pyromantie-Zeug. Habe ich aber jetzt auch nicht vor, irgendwie was in Intelligenz zu skillen, damit ich dann irgendwie was an Zauberslots bekomme. Aber bisher nicht. Vielleicht ändert sich das noch. Hier haben wir halt das Leuchtfeuer. Ich finde halt schön, wie hier zwei Leuchtfeuer so nah beieinander sind. Ah, na gut, sprechen wir nochmal mit dir. Was du alles brauchst. Give me your soul, please. Okay, hast du denn noch irgendwas? Natürlich, der total freie Wille. Man hat uns gezwungen. Ja, könnte man sagen. Was der alles zu erzählen hat. Aha, wir werden also diese tolle Flamme in uns aufnehmen. Das ist immer gut. Also, okay, jetzt wiederholt er sich. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Du hast doch jetzt hier noch eine Geste, die ich erlernen kann. Verhöhnen-Geste. Und was kann ich denn mit dir handeln? Aha. Jetzt kann ich hier meine tollen Seelen, die ich jetzt hier habe, gegen
Waffen eintauschen. Da muss ich ja nicht mehr schmieden, habe ich schon gelesen. Sondern kann ich halt hier einfach gegen handeln. Und da würde ich halt auf jeden Fall gerne das Krümmungsschwert kaufen, weil es hat einen A-Bonus auf Beweglichkeit. Und das nehmen wir doch dann gerne mal mit. Ja. Werden wir wahrscheinlich anstelle unseres Flammenschwertes oder sowas benutzen. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Bisschen feiner. So, dann schauen wir doch mal. Im Winter. Wir haben hier... Da ist nur ein D-Bonus auf Beweglichkeit drauf. Und jetzt halt mit unserem Krümmungsschwert. Wo ist es denn? Da unten. Ne, könnten wir sogar tragen. Ne, sehe ich doch richtig, aber... Ja doch, das geht. Müsste eigentlich gehen. Können wir dann noch ein bisschen upgraden. Und dann mal gucken. Ja, das wird bestimmt super. So, dann... Nein. Reisen wir mal kurz nach Majula. Wird schon wieder ein bisschen länger, die Folge. Sehe das schon. Ah, naja, was muss, das muss. Ich glaube, bei dem Herrn Schmied können wir keine Steinchen mehr kaufen, ne? Oder doch, oder vielleicht, eventuell. Ja, ja. Gegenstand kaufen. Nö, er hat keine kleinen Scherben mehr. Reparieren? Nein. Verstärken? Er braucht dafür fossile Drachenknochen. Ja, Halleluja, wo soll ich einen Ninjas herbekommen? Aber es gibt dann hier einen ordentlichen Schadensboost. Gut, das heißt, ich muss gucken, wo kriege ich so einen fossilen Drachenknochen her. Das heißt aber wiederum im Moment, dass unser Flammenschwert derzeit minimal besser ist. Ja gut, was heißt minimal? Na doch, schon fast minimal. So, das heißt, wir ziehen das erstmal an. Warten, bis wir so einen tollen fossilen Drachenknochen bekommen. Können hier jetzt nochmal vor ihr niederknien und was weiß ich nicht was machen. Und ja. Dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wie es dann munter fröhlich weitergeht. Wir könnten hier was reinskillen, kriegen wir einen Lebenspunkt mehr. Yay. Wir könnten hier was reinskillen, kriegen wir zwei Lebenspunkte mehr. Hier jede Menge mehr. Ja, Geschick haben wir eigentlich jetzt schon relativ gut ausgeskillt. Auch so einen Mittelwert von 25. Das ist okay. Und gehen wir mal auf Leben. Oder? Oder doch lieber Ausdauer und Belastung. Nehmen wir mal die Ausdauer. Na, je mehr Ausdauer ich habe, desto mehr kann ich dann zuhauen. Es kommt ja immer wieder dazu, dass ich hier panisch irgendwo hinhauen will, weißt du. Und dann komme ich wieder zu nichts. Aber nur gut. Wir sehen uns dann jetzt in der nächsten Folge von Dark Souls 2. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.